Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Heute ist ja unser Feiertag, unser Schlachtfest und ich dachte mir, ich nehme euch mit und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran, abonniert meinen Kanal, ich würde mich riesig drüber freuen und bis später. Ja, mein Lieben, ganz kurz noch zur Erklärung. Ich hatte ja gestern angekündigt, keine weiteren Vlogs erst einmal zu drehen. Jetzt habe ich das ein paar Tage durchgehalten, Leute, und muss euch sagen, dass mir das richtig schwer fällt, nicht zu drehen. Ja, dass es mir sogar richtig schlecht geht. Das ist wie, als hätte ich Entzugserscheinungen. Und ich habe zum Beispiel gestern auch ein Video überlegt, wo ich euch so meine Gefühle mal so ein bisschen näher bringe und habe das abgedreht und habe mir das vorhin nochmal angeguckt, habe gesagt, nee, also das kannst du doch nicht hochladen und habe mir gedacht, ich drehe einfach heute nochmal einen Vlog und ja, versuche euch so ein bisschen meine Gefühle, ein bisschen euch da was zu erzählen, warum ich jetzt diesen Vlog wieder drehe. Und außerdem ist ja Feiertag bei uns und das ist vielleicht ganz interessant. Der Vlog wird sich vielleicht sogar noch übermorgen erstrecken müssen. Das erzähle ich euch dann gleich. Aber dann sehen wir uns erst einmal später wieder. Meine Lieben, es ist soweit. Heute ist Bayram. Heute ist der Festtag, der Feiertag der Muslime, das Schlachtfest. Und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch, was wir da so immer veranstalten. Das wird sicher übermorgen sich auch noch erstrecken müssen, weil wir heute unser Fleisch nicht bekommen. Es wird also heute geschlachtet und auch bei uns, nur wird das Fleisch dann dort noch abgehängt sozusagen, dass es ein bisschen sich erholen kann sozusagen vom Schlachtvorgang, dann ist das Fleisch besser und zarter. Wir werden das Fleisch erst morgen bekommen und das werde ich euch dann ein bisschen mitfilmen, wie das aussieht, wie es hier ankommt. Es gab Zeiten, da haben wir sogar 2 bis 3 Tiere hier gehabt, die ich alle selber mit meiner Family zerteilt habe, zerschnitten habe und eingefroren habe und die Teile, die verteilt wurden, die haben wir dann auch fertiggestellt. Das werde ich euch aber alles im Laufe dieses Videos erzählen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir frühstücken. Die Männer sind alle zur Moschee gegangen, die werden dort beten, auch meine Jungs und nach dem Gebetsvorgang ist es so, dass sich dann alle gratulieren sozusagen bei der Moschee schon. Es wird Zucker verteilt, also Süßigkeiten verteilt. Das ist genauso wie beim Zuckerfest auch. Jetzt platzen mir hier die Eier. In der Zwischenzeit werden wir Frauen, beziehungsweise ich bin jetzt hier alleine, das Frühstück zubereiten für die Männer, die gleich kommen werden. Das wird nicht reichen. Meine Teller sind leider auch nicht mehr so vorrätig, wie sie mal waren. Da haben meine Söhne mir ein paar Teller gemopst. Da muss ich noch ein paar Teller dazu holen legen. Das reicht nicht. Ich muss tatsächlich mal gucken, wo ich noch welche herbekomme. Zur Not nehme ich ein paar kleinere. Naja, das soll nicht das Problem sein. Aber einen habe ich hier noch gefunden. Der gehört aber auch meiner Schwiegertochter. Den muss ich ihr mal zurückgeben. Und ja, ich werde jetzt das Frühstück machen. Und nach dem Gebetsvorgang, nach der Moschee, kommen, wie gesagt, alle hierher. Wir werden zusammen frühstücken. Das wird platzmäßig immer ein bisschen knapp, aber das haben wir bisher immer hingekriegt. Wir haben ja auch noch große Tische. Wir können den auch noch ausziehen, aber das machen wir immer nicht. Das reicht. Naja, und dann wird gefrühstückt und dann werden die Verwandten der Türkei angerufen, dann wird gratuliert, sich alles Gute gewünscht und dann gehen die Männer meistens ihrer Wege, die treffen sich dann mit Freunden, Bekannten, um sich dort auch zu gratulieren. In aller Regel war es bei uns so, dass nach dem Frühstück die Männer sofort zum Schlachten gehen. Dafür gibt es hier in Hamburg einen, ja, auf dem Dorf ist dort ein keine Ahnung, ist das ein Bekannter meines Mannes? Ich weiß es nicht. Der hat jedenfalls ganz, ganz viele Schafe. Dort gehen ganz, ganz viele Türken auch hin, lassen dort schlachten. Und dann wird das Fleisch auch gleich mitgebracht. Normalerweise bei uns, wie gesagt, dieses Jahr nicht so. Wir lassen das Fleisch erstmal bis morgen da. So ist zumindest der Plan meines Mannes. Es kann auch gleich alles ganz anders sein. Der ist genauso spontan wie ich. Und kann sein, dass er das Fleisch auch dann schon anschließend mitbringt.
In der Regel war es dann immer so gegen Mittag, Nachmittag der Fall, weil es sehr, sehr voll ist natürlich dort. Dort gehen die Muslime alle hin, stellen sich sozusagen in die Reihe. Manche haben schon vorbestellt, manche nicht. Mein Mann eigentlich nie, der geht immer auf gut Glück dahin und dann wird geschlachtet. Wenn man an der Reihe ist halt, das dauert dann in der Regel auch immer, weil man da natürlich warten muss, weil ganz viele Leute dort sind. Und dann sucht man sich normalerweise das Schaf auch aus, welches man haben möchte. Und dann wird das geschlachtet. Oder es gibt, glaube ich, auch Rinder dort. Also je nachdem, wozu man sich dann entschlossen hat. Naja, auf jeden Fall wird es bei uns heute nicht so sein. Ich glaube, mein Mann hat alles vorbestellt, das Fleisch wird geschlachtet. Ob er da jetzt dabei sein muss, also Leute, ich weiß jetzt auch nicht genau. Falls er dabei sein sollte, ja, mal gucken, vielleicht gehe ich sogar mit. Eigentlich bin ich noch nie, mitgegangen, weil, also, nee, ne, also ich bin lieber zu Hause, ihr wisst es ja, und der ganze Vorgang, ich keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall bin ich immer lieber zu Hause geblieben und das wird sicherlich diesmal auch der Fall sein, glaube ich, weil meine Enkelin auch hier ist, ich Besuch habe hier und insofern. Ja, und dann wird das Fleisch hierher gebracht, zerteilt, die Teile für die armen Leute, die man verteilen muss, wird dann ausgesucht und dann das, was man für die Familie behält, wird schon mal gleich gebraten, wird vorbereitet und dann wird in aller Regel gegessen, bevor die Männer dann rausgehen. Bei uns ist es vielleicht heute anders, weil wir das Fleisch erst morgen bekommen, so nach Plan, dann werden die Männer sicherlich nach der Gratulation und nach dem Anrufen der Family in der Türkei auf das Haus verlassen und zu ihren Freunden gehen. Meine Söhne glaube ich nicht, dass die jetzt alle rausgehen werden, aber ja, das werden wir sehen. Und ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei dem Video. So, ich bin weiter am Vorbereiten. Übrigens ist es 6.45 Uhr jetzt, seht ihr glaube ich da irgendwo. Das Gebet in der Moschee ist dieses Jahr um 6.39 Uhr, das ist immer abhängig vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Dieses Jahr ist es 6.39 Uhr in Hamburg gewesen oder ist es gerade jetzt. Sie beten sicherlich an. Ich bin soweit noch beim Frühstück vorbereiten. Habe jetzt auch Eier abgekocht, werde dann jetzt auch gleich Eier braten. Der Tee ist gekocht, der türkische Tee. Ich werde noch Tomaten und so ein bisschen hinstellen. Und dann müssten die Männer auch bald kommen. Das kann nicht mehr allzu lange dauern. Im Übrigen ist es bei der Familie meines Mannes so, dass die Frauen dann immer zu Hause beten, dass sie nicht in die Moschee gehen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Familien ist, aber in der Familie meines Mannes ist es so. Und ja, das wollte ich nochmal so sagen. Ich denke mal, dass wenn die Männer gleich kommen, meine Söhne gehen manchmal in verschiedene Moscheen, weil mein Mann geht gerne in die am Hauptbahnhof, weil das bei uns ganz in der Nähe ist und meine anderen Söhne gehen aber gerne in eine kleinere Moschee, weil die nicht immer ganz so überlaufen ist. Ihr müsst wissen, dass die Moscheen dann natürlich auch überlastet sind an solchen Tagen und wenn man nicht rechtzeitig dahin geht, wie das meistens bei uns der Fall ist, sondern erst so auf die letzte Minute, nicht, dass es an meinen Söhnen liegt, sondern eher an meinem Mann, der kommt immer auf die letzte Minute meistens. Heute ist aber früh aufgestanden, heute hat das alles ganz gut geklappt. Die sind schon rechtzeitig los. Wenn man nämlich nicht ganz so rechtzeitig da ist, dann muss man auch draußen beten, dann wird also ein Stück Zeitungspapier, eben gerade was man so findet, wird dann auf die Erde gelegt und dann beten die auch draußen, ne? Weil dann einfach in der Moschee überhaupt gar kein Platz mehr ist. Naja, auf jeden Fall, das war letztes Jahr der Fall, da sind sie nämlich richtig spät gekommen, da mussten die meisten dann von uns oder von meinen Söhnen, von unserer Family draußen beten. Ja, auf jeden Fall, heute waren sie alle rechtzeitig los, meine kleinen Söhne sind schon richtig früh, die sind schon, weiß ich nicht, 40 Minuten vorher los, mein anderer Sohn, der fährt auch grundsätzlich immer, der nicht mehr hier wohnt, viel zu früh los, damit er auch auf jeden Fall in der Moschee beten kann. Ja, und wenn die dann gleich kommen, wird gefrühstückt. So, der Frühstückstisch ist soweit fertig. Ich muss nur noch, ich warte jetzt auf die Brötchen, die bringen meine Jungs immer mit. Gehen sie zum Bäcker und bringen immer Massen von Brötchen mit. Und dann auch diese türkischen Süßigkeiten und so. Das wird alles von meinen Männern gleich mitgebracht. Und ich hoffe, dass wir dann hier einigermaßen mit dem Platz hinkommen. Ich glaube, ich muss noch 2-3 Teller da dazu stellen. Dann geht's gleich los. So, meine Lieben, jetzt bin ich wieder hier. Es sind jetzt eine ganze Anzahl von Stunden wieder durch das Land gegangen. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier nicht mehr oft schon gedreht habe, weil wir haben hier oben so ein, diese Leuchtdinger, diese Leuchtröhren. Und die machen das Licht schön kalt und schön deutlich. Man kann mich richtig gut sehen. Wir sind hier im Keller.
Hier hat meine ganze Zeit mein Sohn geschlafen, weil der gerne so ein Ehebett haben wollte und wir ihn zwischenzeitlich hier reinquartiert haben, weil oben meine große Tochter mit meinem Enkelchen ja eine ganze Zeit gewohnt hat im letzten Jahr. Ich hatte euch das erzählt und deswegen musste mein einer Sohn hier runter, weil wir sonst nicht genug Betten hatten. Oder beziehungsweise wir hätten oben ein Bett gehabt, aber ein Einzelbett. Und wir haben jetzt die Chance gehabt, so ein Hotelbett geschenkt bekommen zu können. Und haben ihm das hier eingerichtet. Und inzwischen ist meine Tochter ja nicht mehr da und er ist wieder nach oben gezogen. Und insofern ist hier frei. Und ich kann hier in Ruhe drehen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich wollte euch jetzt ein bisschen erzählen. Ja, bezüglich des Bayram oder beziehungsweise des Feiertags ist heute gar nicht viel los. Ich dachte eigentlich, dass wir mega viel Besuch bekommen. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das noch passiert. Das kann durchaus sein. Wenn ja, dann setzt der Stress noch ein. Meine Schwägerin ist auch nicht gekommen. Ich dachte, sie kommt heute. Aber das ist auch alles gar nicht so schlimm. Ich jedenfalls hatte heute gar nicht viel Stress, habe nicht viel machen müssen, habe mich wirklich gut erholen können heute. Das tat mir echt gut nach dem ganzen, ja, nach der ganzen Sache, nach den Sachen, die wir jetzt in der letzten Woche hier haben erledigen müssen. Und da dachte ich mir, ich drehe den Vlog. Ich wollte euch aber jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen was zu meinen Gefühlen erzählen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gevloggt. Eigentlich habe ich nur 2 Tage nicht gevloggt. Die beiden Tage davor habe ich sehr wohl gevloggt, habe es aber nicht hochgeladen zu euch, weil da ja wieder ein paar Dinge drin sind, die ich eigentlich nicht sagen, noch nicht veröffentlichen wollte. Und insofern ist es eigentlich nur 2 Tage Entzug gewesen meiner Vlogs von. Wenn man gestern und heute dazu rechnet, und ich glaube, war das vorgestern auch schon. Nee, ich glaube, ich habe nur 2 Tage nicht gefloggt. Ja, aber Leute, mir geht so mega schlecht dabei. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist wie, als hätte ich, müsste ich auf Süßigkeiten verzichten. Das kann man ganz gut vergleichen. Also wenn man immer so Schokolade isst und auf einmal nicht mehr soll, wenn man abnehmen möchte oder was ungesund ist oder so. So ein Gefühl ist das. Du willst immer greifen. Mal jeder Griff in meine Hosentasche oder in meine Handtasche oder ich suche den ganzen Tag das Handy, weil ich filmen will. Ich habe ja heute zum Beispiel meine Haare abgeschnitten und das wollte ich mitfilmen und ja, habt ihr mir dann gedacht, nee, das brauchst du ja gar nicht, weil du willst ja jetzt gar keine Vlogs oder nicht mehr so viele machen und nicht jeden Tag. Und dann habe ich den ganzen Tag, ich saß, ich habe Videos angeguckt, meine alten Videos, ich habe sie geschnitten nochmal, habe geguckt, ob ich da einzelne Teile vielleicht zu einem großen Video zusammenschneide, was ich dann, ja, das hätte sich dann so mit dem Thema Haare beschäftigt. Und dann habe ich mir überlegt, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Du kannst doch ganz leicht die Kamera wieder in die Hand nehmen und vloggen, und dann ist alles wieder wie vorher. Und dann habe ich mir wieder überlegt, was da ja war, warum ich denn damit aufgehört habe, dass ich eben dann nicht so viel Material habe, euch nicht so viel erzählen kann und auch nicht so viel machen kann, wie ich das sonst mit euch ja immer mache. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja aber dann auch doof. Und dann habe ich mir überlegt, also ich könnte ja tatsächlich, wenn das so ist, immer wenn ich Bock drauf habe, die Kamera in die Hand nehmen. Ich muss es ja nicht jeden Abend hochladen. Ich kann ja auch 2, 3 Tage zusammenschneiden. Das machen ja auch ganz viele Vlogger. Und wenn ich da nicht so viel Material habe, dann versuche ich halt, dass ich da so ein bisschen die Sachen auf mehrere Tage verteile und das dann versuche, so ein bisschen interessant zusammenzuschneiden. Statt dass ich mir jetzt alte Videos nehme und da irgendwas zusammenschneide zu einem Video, was ich mir überlegt hatte, das ist ja, war völlig hirnrissig eigentlich. Das war nur, weil ich mich mit dem Medium wieder so beschäftigen wollte. Wisst ihr, ich wollte Videos machen, ich wollte sie schneiden, das hat mir so viel Spaß gemacht, gerade wenn ich nicht so viel zu tun habe wie heute. Denke ich mir, Land, jetzt habe ich versucht, Türkisch zu reden. Warum machst du nicht einfach die Kamera an und sprichst mit deinen Zuschauern? Das ist ja nichts verboten, es ist nichts, was du dir da auferlegt hast. Es ist keine Schokolade, die du nicht mehr essen darfst, weil du abnehmen willst oder ähnliches, sondern es ist einfach nur eine Kamera, die du anmachst und kannst weiter vloggen. Mach das doch einfach so, wie du möchtest. Ja, wisst ihr, das fällt mir immer so schwer, weil ich so ein Mensch bin, der sehr, sehr diszipliniert seine Arbeit macht. Und auch wenn es nur so ein Hobby ist, wie jetzt, versuche ich es trotzdem sehr diszipliniert zu machen und jeden Tag dann hochzuladen. Und eigentlich muss das ja gar nicht sein. Ich kann ja das so machen. Und so war es ja auch eigentlich gedacht, dass ich die Kamera anstelle, wenn ich dazu Lust habe. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe Lust. Mir war langweilig. Ich wollte jetzt mit euch reden. Ich wollte sowieso ja heute
mit Vloggen, oder nicht Vloggen, ich wollte eigentlich so ein Feiertagsvideo machen und euch ein bisschen darüber erzählen, wie man das hier so macht bei uns mit dem Schlachtfest. Nun passiert bei uns nicht so viel, weil eben das Fleisch erst morgen kommt. Aber habe ich schon wieder so lange geredet, das Video wird eh viel zu lang, sodass ich es heute Abend hochladen werde als einen neuen Vlog. Also Leute, tut mir leid, ich konnte nicht anders. Ich musste einfach wieder mit euch quatschen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem schon Spaß gehabt. Meine Jungs schreien da oben. Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Die spielen gerade FIFA, dieses Fußballspiel, was man am Fernseher spielt. Ja, also Dankeschön, dass ihr mir wieder ein bisschen zugehört habt, dass ich mich wieder ein bisschen mit euch beschäftigen konnte. Hat mir so gefehlt, obwohl es nur ja eigentlich 2 Tage waren. Für euch sind es, glaube ich, 4, 5 Tage schon, dass ich nicht gevloggt habe. Keine Ahnung. Im Übrigen, ich danke euch für die vielen, vielen Zuschriften auch auf Insta, dass ihr Verständnis dafür zeigt, dass ihr wisst, dass ihr mich glaubt, dass ihr mir weiter treu bleiben würdet. Da bin ich euch wirklich richtig, richtig dankbar dafür. Und es tat mir echt mega leid zu hören und zu lesen, dass einige wirklich richtig traurig sind, dass ich keine Vlogs mehr mache oder weniger Vlogs mache oder vielleicht nur sehr reduzierte Vlogs mache. Und auch das ist so ein bisschen Ansporn zu sagen, mach doch einfach weiter, so wie ich das bisher gemacht habe. Es muss ja nicht jeden Tag sein, wenn ich merke, ich habe da nicht so viel Material oder ich weiß, ich habe heute ganz viele Sachen zu erledigen, dann schneide ich das eben auf mehrere Tage zusammen und dann hat man einen Vlog. Aber Hauptsache, ich mache irgendwas und Hauptsache, ich kann meinen Spaß weiterhin ausleben, den ich mit YouTube habe. Und wenn 2 Leute sich das angucken und sich das gerne angucken, dann freut mich das und dann ist das ja auch in Ordnung. Glaube ich. Was meint ihr? Die Kommentare sind übrigens wieder an. Ich werde sie allerdings sehr kontrollieren und ich hoffe, dass wir alle ganz gut miteinander handeln werden. Das würde ich jedenfalls hoffen. Im Übrigen habe ich ja ein neues Handy. Mein Sohn hat mir mein Handy geschenkt. Das hatte ich euch letzte Woche, glaube ich, schon erzählt im Vlog. Die Vlog ist übrigens, die ich bisher jetzt runtergenommen habe von YouTube. Haben sich auch viele gewünscht, dass auf Insta haben sie mir das in den Privatnachrichten mitgeteilt, dass ich die wieder online stelle. Das weiß ich noch nicht ganz genau, im Moment nicht. Weil, wisst ihr, ich habe so viel in den letzten Monaten über mein Privatleben euch mitgeteilt und euch erzählt und habt ihr gesehen. Und ich habe ja gemerkt, dass viele Leute meine alten Videos von vorne bis hinten sich angeschaut haben, da die Views sehr hoch waren auf meine uralten Videos, was heißt uralt, also auf die ersten Videos, die ich gedreht habe. Und das bedeutet ja, dass ganz viele Menschen meine Videos jeden Tag sich anschauen. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob die jetzt von vorne bis hinten gucken. Das glaube ich, kann man auch gar nicht. Ich weiß es nicht genau, wie man das macht. Aber wenn sich die Leute das schon angeguckt haben, dann wissen die schon sehr viel über mich. Und da habe ich gedacht, erstmal ist das ja schon so ein bisschen, dass man sagt, so viel Privates will man vielleicht doch nicht teilen, so geballt, ne? So auf einmal, so in einem, so dass man einen dann schon wirklich richtig kennt. Und zum anderen dachte ich mir auch, dass für die neuen Zuschauer, die ja immer ab und zu mal dazu kommen, es vielleicht auch ganz spannend ist, sich nur die neuen Videos anzugucken, so völlig unabhängig und so völlig voreingenommen mich mal kennenzulernen, ohne dass man jetzt die ganzen alten Dinger sich noch einmal reinzieht. Deswegen habe ich das alles so auf privat gestellt und ich denke mal, ich lasse das auch erstmal auf privat. Obwohl da einige Videos sind, die mir gefallen. Zum Beispiel das mit dem Haare färben, da bin ich noch am Struggeln mit mir, ob ich die nochmal wieder online stelle, weil das bisher jetzt gerade erst passiert und ich habe da extra ja kein eigenes Video zu gemacht. Vielleicht schneide ich das nochmal so zusammen, dass man da nur dieses Haarfärbe und Schneidevideo so zu einem Video zusammen macht, sodass man das alles nochmal, dass man den ganzen Prozess so geballt nur in einem Video sich nochmal angucken kann. Da bin ich nochmal am Überlegen, ob ich das nochmal mache.
dass ich da nochmal so zusammenfassend ein Video zu dem Haarfärbeprozess und dem Schneideprozess mache. Ihr seht, ich habe sie wieder abgeschnitten, noch weiter abgeschnitten, weil das ist also natürlich unprofessionell, Leute. Ich bin keine Friseurin, ich habe das nicht gelernt. Ich mache das einfach so, da haue ich einfach mit der Schere rein, da kenne ich nichts. Ihr wisst, ich mache alles selber. Ich gehe auch nicht zu Friseur, nicht weil ich Geld sparen will oder so, sondern weil ich einfach das alles selber machen möchte. Alles, was ich in meinem Leben angefangen habe, möchte ich selber machen. Ich gehe nicht zum Friseur, ich gehe nicht, weiß ich nicht wohin. Ich mache das alles handwerklich, ich mache alles selber. Zumindest versuche ich das. Geht auch oft in die Hose, ist nicht so, dass immer alles klappt. Aber das ist so mein Lebensmotto und das habe ich schon immer so gemacht. Und insofern, es gibt, habe ich euch ja auch schon oft erzählt, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber reden, aber wie gesagt, es bringt mir Spaß, neue Dinge zu lernen, neue Dinge zu erkunden, neue Dinge auch falsch zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und insofern mache ich alles selber. Wie gesagt, ist nicht ganz gerade und ist auch nicht perfekt geschnitten, aber mich hat das Gezippel hier hinten gestört. Wisst ihr, wenn ich meine Haare jeden Tag wasche, dann sieht das noch ganz gut aus, aber ich will sie gar nicht jeden Tag waschen. Und wenn ich sie nicht jeden Tag wasche, dann wird das so, also ich weiß gar nicht, wie das erklären, das steht dann so ab, wisst ihr, und da haben die Haare recht dünn und zippelig sind, sieht das wirklich ungepflegt aus. Klar, man kann mit Volumen links arbeiten, man kann alles möglich machen, aber das Gefühl nicht von Volumen, Spray oder Haarspray, sondern ich habe das gerne so richtig fluffig weich, so wie es jetzt ist. Es ist aber immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, aber ich habe jetzt mal noch kürzer gemacht. Und ich weiß auch nicht, warum die Haare im Moment nicht wachsen, weil wenn sie wachsen würden, würde ja ein dunkler Ansatz kommen. Ihr wisst, dass ich das gerne hätte, dass sich jetzt so ein dunkler Ansatz langsamer bildet, aber es ist nichts in Sicht. Vielleicht haben die Haare gesagt, nee, dieser ganze Färbeprozess, der hat uns so gestresst, wir wachsen jetzt gar nicht mehr. Ja, kann auch sein, keine Ahnung. Ich habe mir heute auch mal die alten Videos, wie gesagt, nochmal angeguckt und habe dann gedacht auch schon mal, Mensch, warum hast du die Haare überhaupt gefärbt? Sah ja auch gar nicht so schlecht aus. Naja, aber wie gesagt, jetzt sind sie blond und bis die wieder rauswachsen, das dauert bestimmt seine Zeit und irgendwas drüber färben möchte ich auf gar keinen Fall. Die bleiben jetzt erstmal so, höchstens nochmal eine Tönung, dass es nochmal so ein Ticken dunkler wird oder aschiger wird, das weiß ich noch nicht. Ich habe übrigens heute Silbershampoo reingemacht, das habe ich schon auf Insta erzählt und da wurden die grün. Ihr seht es vielleicht auch hier, dass sie einen deutlich grünen Touch haben. Da werde ich jetzt vorsichtig mit sein. Ich habe es ja immer noch nicht geschafft, von meiner Insta-Kollegin dieses Zeug zu bestellen, was sie mir empfohlen hat, damit ich so eine Tönung noch mal so ein bisschen reinbekomme, so ein bisschen aschiger und vielleicht einen Ticken dunkler bekomme. Das muss ich noch mal in die Hand nehmen, aber da werde ich diese Woche auch keine Zeit zu haben, denke ich mal. Dienstag ist voll. Morgen habe ich tatsächlich nichts zu tun. Ja, da muss ich aber mal gucken, ob wir da nicht Besuch bekommen, weil wenn der heute nicht kommt, die ganzen Besucheranzahlen, die wir hier erwarten, dann wird das sicher morgen geschehen. Ich muss mal gucken, ich habe auch nichts gebacken, wollte ich eigentlich auch heute. Ich wollte Kuchen backen und irgendwas machen, keinen Bock, echt auf gar nichts heute. Naja, aber schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Vielleicht melde ich mich nachher nochmal, vielleicht mache ich das Video mit morgen zusammen. Wir werden es erleben. Meine süße Miley, bist du meine kleine Miley? Ja, wir überlegen gerade, ob wir nochmal rausgehen. Wir waren ja schon draußen heute, ne? Wir haben schon einen großen Spaziergang gemacht und überlegen, ob wir jetzt nochmal rausgehen sollen. Hm? Was meinst du, Meili? Hm? Was meinst du? Ne? Hm? Gehen wir nochmal raus? Hm? Lust habe ich nicht wirklich, aber nur vor es dunkel wird, es ist jetzt ungefähr 6 Uhr. Was liegt denn da alles? Ja, mein Kabel ist kaputt. Wollen wir nochmal raus, bevor es dunkel wird? Es ist 6 Uhr. Wollen wir nochmal raus? Ein bisschen an die Alster vielleicht? Nein? Nicht? Doch. Komm her. Komm her. Leg dich wieder hin. Na, komm her. Komm her. Feine Meili, komm her. Na, fein, komm her. Komm her. Feine Meili, komm. Ja, fein. Du, eine feine Meili, hm? Komm her. Ja, bist du wieder hier, ne? Bist du wieder da? Bist du feine Meili? Ja, bist du eine feine Meili? Hm?
wollte mir mal so einen Ring umbinden. Und die halten ja immer noch am Rumexperimentieren mit meinen Haaren. Keine Ahnung warum. Ich drehe euch mal um. Moment. So. Kann ich die nicht einfach mal in Ruhe lassen? Nein. Ich habe ja so einen cremefarbenen gesucht. Den habe ich ja nicht gefunden. Jetzt habe ich so einen für Kinder genommen und der ist mir ganz schön eng, muss ich sagen. Der tut weh, Leute. Aber im Grunde ist es auch nicht schlecht, glaube ich. Mal gucken. Oder ganz streng zurück. Geht auch, ne? Ja, kann man auch machen, glaube ich. Ja. Seht ihr, hier ist das immer so zimmerlich. Aber es geht, ist nicht ganz so schlimm. Aber der Reif ist zu eng. Kacke. Ich dachte, weil ich ja eh nicht so viel Haare habe, das würde, so ein Kinderding würde funktionieren. Tut mir aber leider weh. Das heißt, ich muss einen für Erwachsene kaufen. Oder ich mache ihn vielleicht so ein bisschen hier vor die Ohren. Das geht. So, wenn man es ein bisschen hierher macht. Ja, das würde auch funktionieren. Ach, tut trotzdem weh. Ja, mal gucken. Meili. Möchtest du denn da? Oh, ist da ein Hund? Ist da ein Hund draußen? Ich gucke mir gerade mal die Prospekte an, die Wochenprospekte, die immer mitgeliefert werden. Aber diese habe ich jetzt tatsächlich von Lidl mitgenommen. Bei Bader habe ich ewig nicht bestellt, Leute. Was ist denn das eigentlich? Mal gucken, ich wusste auch gar nicht, dass Bader Versand und Rückversand gratis anbietet. Ich dachte immer, die haben Versandkosten. Kann man sich ja mal mit beschäftigen, ne? Hier ist das Angebot der Titelseite. Was ist denn das jetzt da? Genius Nicer Dicer Quick. Also ein Schneideding ist das. Der Kartoffeln und so schneidet in dünne oder dicke Scheiben. Ich dachte, das sei so ein Toaster oder so. Ja, ja. Und hier ist eine Mini-Waschmaschine. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Für unterwegs. Wie viel Kilo nimmt die? 3 Kilo schafft die. Mit Schleuderfunktion. Finde ich echt interessant. Bin gerade dabei, Melone zu schneiden. Das geht aber nicht mit einer Hand. Die ist übrigens sehr gut. Hat mein Mann ausgesucht. Der ist da ja Experte drin, in Melonen aussuchen. Das können übrigens alle Türken gut. Also ich ja nicht. Das ist ganz selten, dass mein Mann da mal schlecht erwischt. Die klopfen dann da immer so. Und dann muss das irgendwie so hohl, nicht hohl klingen, sondern so voll klingen. Also ich weiß auch nicht, irgendwie so machen die immer. Meine Lieben, jetzt ist es schon 20.09 Uhr. Mein Sohn kommt aus Oldenburg und mein großer Sohn ist auch hier. Der hat nämlich doch nicht bei seiner Familie gegessen, sondern isst lieber bei Mama. Ich habe noch das Essen von gestern. Das war so ein Auberginenauflauf mit Lammknochen drin. Haben wir nicht aufgegessen. Das wird gleich dann gegessen werden müssen. Dann hatte ich heute noch Gemüse gemacht mit Nudeln und einer Hühnchen-Schmandsoße. Das ist jetzt auch schon fast alles weg. Mein Sohn kommt ja aber aus Oldenburg. Das heißt, ich muss mal eben gucken, wie viel Essen wir überhaupt noch haben. Oh Gott, das ist nicht mehr viel, Leute. Das ist echt wenig. Da müssen wir mal gucken, ob das für 2 Leute reicht. Ich glaube nicht, aber es hilft nichts. Da muss ich das Auberginenessen noch mit warm machen und dann reicht das bestimmt. Genau, dann mache ich noch ein bisschen Salat dazu und Joghurt dazu. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns heute auch schon mal wieder voneinander. Wie gesagt, mein Sohn kommt gleich, dann mache ich das Essen warm. Der andere hat Hunger, der wartet da schon auf meinen großen Sohn. Der hätte eigentlich auch schon lange hier sein müssen.
keine Ahnung, warum der jetzt noch nicht da ist. Dann gibt es noch ein bisschen Wassermelone dazu und dann ist der Tag auch wieder rum. Inzwischen habe ich erfahren, dass der Besuch heute nicht kommt, sondern der kommt erst morgen. Also gibt es den neuen Vlog mit dem Fleisch dann morgen. Ja, die Jungs amüsieren sich da. Wie gesagt, die spielen FIFA gerade und mein Anlasshund wollte gerade in die Küche, sieht Mama da vor der Kamera und ist wieder umgedreht. Meine Enkelin ist inzwischen weg, die war gestern bei mir, hatte ich euch natürlich nicht erzählen können, weil ich ja nicht gefloggt hatte gestern. Und die ist jetzt nach Haus gebracht worden oder vorhin von ihrem Papa. Dann wollte sie ja noch in einen Garten fahren. Dort wurde gegrillt mit der Familie meiner Schwiegertochter. Ja. Und ansonsten, was kann ich noch erzählen? Ich habe ganze Zeit versucht, mich an das iPhone X zu gewöhnen. Mein Sohn hat es mir gegeben. Ich habe es euch eben gezeigt. Das klappt auch ganz gut. Es ist eigentlich ganz ähnlich wie die Android-Handy. Ich habe mich gewundert, hat mich nur ein bisschen geärgert, dass wir nicht genug Speicherplatz haben. Ich habe nur 64 GB. Das ist natürlich überhaupt nicht ausreichend für mich als Influencer. Ich brauche auf jeden Fall sehr viel mehr Speicher für die Videos und für die Fotos, die ich immer mache. Also muss ich mich da mal erkundigen. Ich werde wahrscheinlich eine SD-Karte mit so einem Lightning oder Lighting Adapter oder Gerät oder wie das Zeug heißt, habe ich mich eben schon erkundigt, kaufen. Das kostet dann aber auch nochmal wieder 150 € oder so, aber es hilft nichts, brauche ich unbedingt. Aber ich habe jetzt zur Not noch mein Android-Handy, aber ich hätte gerne jetzt auch mal das iPhone genutzt. Ich habe allerdings keinen so einen Beauty-Filter gesehen, den mache ich ja ganz gerne rein, wenn ich Videos drehe. Und den gibt es da nicht. Ist wohl schon sowas Ähnliches eingearbeitet in die Kameraeinstellung. Keine Ahnung. Muss ich mich nochmal ein bisschen mit befassen. Und für euch ist auf jeden Fall praktischer, wenn ihr ohne Beauty-Filter seht. Dann könnt ihr das Make-up auch richtig schön sehen, was ich immer trage. Denn die Kamera ist wesentlich besser als die hier von meinem Huawei-Handy. Und auch die Insta-Bilder werden auf jeden Fall schärfer und schöner werden, da bin ich sicher. Aber der Speicher ist das Problem. Da muss ich nochmal gucken, dass ich den erweitere. Ja, mein Lieben, ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt wieder bei einem neuen Vlog. Es hat richtig Spaß gemacht. Das ist wie so ein, ja, wie so eine Rückkehr nach Hause. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber trotz alledem hilft es ja nichts, dass meine Termine weiterhin bleiben in der nächsten Woche oder zumindest in der nächsten Zeit und dass ich da ganz viele Sachen auch nicht mit vloggen kann. Aber ich werde versuchen, trotzdem ab und zu mal die Kamera einzuschalten, wenn ich so Entzugserscheinungen habe wie heute, mache ich das auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut und dass ihr mal doch mal jetzt wieder einen Vlog gesehen habt nach ein paar Tagen. Ich jedenfalls habe mich riesig gefreut, euch, auch wenn nicht live in Farbe, doch zu wissen, dass ihr meine Videos dann euch anschaut. Das hat mir Spaß gebracht, in dem Wissen einen neuen Vlog zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir halten es wie immer. Wenn noch irgendwas passiert, schalte ich euch wieder rein. Ansonsten macht's gut und bis irgendwann. Ich habe so viel Wassermelone heute gegessen, glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, ich habe Durst und esse deswegen Wassermelone. Ich sollte mal Wasser trinken. Ich habe vergessen, euch daran zu erinnern und euch darum zu bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Da wäre ich euch wirklich richtig dankbar für. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann würdet ihr auch keine Videos mehr von mir verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut.